So schnell ist eine Woche wieder rum und schon gibt es wieder eine neue Videowochenschau von uns. Der Thomasmarkt steht vor der Tür, bei uns sogar im wahrsten Sinne. Und meine Kollegin Viktoria Willenburg, die hat sich dort heute schon einmal für uns umgesehen. Ich stehe hier gerade auf dem Thomasmarkt, der aufgebaut wird mit Marktmeister Jens Siemer. Was ist denn so die Besonderheit am Thomasmarkt? Ja, der Thomasmarkt ist in jedem Jahr der Treffpunkt für die Fechteraner und auch für den großen Umkreis hier im Herbst. Wir haben hier zahlreiche Flohmarktstände, auch in diesem Jahr sind die Kinderflohmarktstände, von denen wir etwa 270 Tische pro Tag haben, jeden Tag fast restlos ausgebucht. Wenn Sie nach oben schauen, sehen Sie, wir kriegen gutes Wetter. Das werden Sie auch hier in den Händlerreihen sehen, denn es sind viele Händler, die sich auf den Weg gemacht haben, um hier ihre Waren zu präsentieren oder ihre Speisen anzubieten oder ihre Karussells anzubieten. Und insofern sehen wir, glaube ich, auf 3 Tage schönstes Programm. Gut, vielen Dank für das Interview. Gerne. Hier steht jetzt Ulrike Teidel, die Flohmarktbeschickerin. Wie lange sind Sie denn schon hier auf dem Flohmarkt? Heute seit 10 Uhr. Und was finden Sie so besonders hier an dem Thomasmarkt in Vechta? Hier trifft man Land und Leute und also von daher ist es immer wieder schön, ganz viele nette Leute auch zu finden, die halt aus verschiedenen Regionen hierher kommen und es ist immer ganz nett. Am Stand von Rainer Schlermann gibt es vieles zu entdecken, zum Beispiel alte Kaffeemühlen. Wieso stellen Sie die denn hier aus? Mein Vater hat die Kaffeemühlen gesammelt und es sind so viele, dass ich sie nicht mehr lagern kann und deshalb verkaufe. Und was nehmen Sie jetzt für eine zum Beispiel? So etwa 10 Euro. Gut, vielen Dank fürs Gespräch. So, wer jetzt Lust bekommen hat, selbst zu stöbern, hat dazu am Samstag und am Sonntag noch Zeit, hier auf dem Thomasmarkt vorbeizuschauen. Viel Spaß dabei! Und am Sonntag gibt es übrigens neben dem Thomasmarkt außerdem noch einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Für den Thomasmarkt haben die Jungs von Rasterfechta wohl keine Zeit. Zumindest nicht am Sonnabend, denn dann steht die nächste Partie hier zu Hause an. Infos über den Gegner bekommen wir jetzt von meinem Kollegen Carsten Boning aus der Sportredaktion. Befreiungsschlag oder erste Krise? Die Basketballer von Rasterfechta stehen schon sehr früh in der Saison vor einer richtungweisenden Partie. Und der nächste Gegner hat's in sich. Vorjahreshalbfinalist Nürnberg. Mit 4 Siegen aus 5 Spielen glänzend gestartet und schon wieder in der Spitzengruppe der Pro A platziert, gibt am Samstag seine Visitenkarte im Rasterdom ab. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Rasterfechta steht nach den Niederlagen gegen Kirchheim und in Hamburg schon unter Zugzwang. Wir müssen beweisen, dass wir mit Drucksituationen umgehen können, sagte Rastercoach Andreas Wagner im OV-Vorschaugespräch. Ob Joshua Young gegen seinen ehemaligen Club Nürnberg spielen kann, ist völlig offen. Der Amerikaner hat unter der Woche leicht trainiert. Ob er sein Saisondebüt feiern kann, entscheidet sich kurzfristig. Neben der Personalie Young gibt es noch 2 angeschlagene Spieler. Fabian Franke und Oliver Mackeldanz haben sich leichte Zerrungen zugezogen. Auch bei ihnen ist offen, ob sie am Samstag spielen können. Ganz andere Sorgen hat der Gegner Renfrew Office Nürnberg. Mit Maurizio Marin und Sebastian Schröder fallen 2 Spieler mit schweren Verletzungen bis Weihnachten aus. Die Ausfälle wiegen schwer, aber wir werden uns nicht verbuddeln, dann müssen andere halt mehr tun, sagte Nürnbergs Coach Ralf Junge. Und er verglich die Situation mit dem FC Bayern. München hat ohne Robben und Ribéry ja auch ganz gut gespielt. Dem Kader der Franken gehört auch ein ehemaliger Rasterspieler an. Dylan Telly spielte in der Saison 13-14, als Raster in der ersten Liga unterwegs war, 16 Spiele für Vechta. Nürnberg reist mit der besten Defense der Liga an, mit der besten Freiwurfquote, ist aber auch die schwächste Mannschaft von der Dreierlinie. Und wer das Spiel nicht live verfolgen kann, der schaut am besten bei unserer Facebook-Seite rein. Dort gibt es nach jedem Viertel die Highlights im Ticker. Und gleich nach der Werbung schauen wir noch einmal rein beim Dinklager Fettmarkt und ich durfte vor kurzem einen bekannten TV-Historiker interviewen. Wer das wohl war?
Neue Saison für unsere Rasterjungs und auch eine neue Version für unsere Raster-App der Oldenburgischen Volkszeitung. Hier gibt es mehr Informationen über Rasterfechter, die Neuigkeiten direkt aus der OV auf euer Smartphone. Immer informiert, was rund um Raster passiert. Und natürlich ganz wichtig, unbedingt mit dabei sein muss der Live-Ticker. Ganz wichtig für jedes Auswärtsspiel. Alle Spielaktionen direkt in der App. Und natürlich jede Menge mehr. Jetzt downloaden für alle iOS-Kunden, für alle Apple-Kunden im Apple iOS Store und für Android im Google Play Store. Immer mehr Möglichkeiten in immer kürzerer Zeit. News auf allen Kanälen. Ein Interesse, 1000 Treffer. Doch was ist wirklich wichtig? Was kann ich glauben? Was sind all diese Informationen wert? Je mehr es davon gibt, desto mehr wächst auch der Wunsch nach Orientierung. Nach glaubwürdigen Artikeln aus erster Hand. Ausgewählten Themen, die wirklich interessieren, egal wo sie stehen. Und nach einer Berichterstattung, die alle Seiten betrachtet. Das ist es, was meine Zeitung stark und einzigartig macht. Weil jedes Wort Hand und Fuß hat. Mich mitreden lässt. Mein Blick erweitert. Uns verbindet. Weil jedes Wort das Wichtigste aus Tausenden ist. Deswegen ist meine Zeitung jedes Wort wert. Mein erster Dinklager Fettmarkt liegt hinter mir. Und auch meine UV-Kollegin Ruth Huhnkomp, die war für uns vor Ort und klärt jetzt mal die Frage, wie kam der Fettmarkt eigentlich zu seinem Namen? Moin, Herr Susen. Sie sind gleich im Mittelpunkt hier, Sie machen die Auktion, ich glaube, die Leute warten auch schon etwas, aber können Sie uns kurz vorher mal einmal erklären, warum der Fettmarkt eigentlich Fettmarkt heißt? Der Fettmarkt heißt Fettmarkt, weil früher im Herbst das fette Vieh zum Markt getrieben wurde und dann dort dementsprechend verkauft wurde. Und an diese Tradition wollen wir anknüpfen mit dem Fettmarkt und deswegen wollen wir auch heute ein fettes Schwein versteigern. Das hört sich gut an und wie man heute so sagt, ist voll Fett hier beim Fettmarkt. Und wer noch mehr sehen möchte vom Dinklager Fettmark und dem dazugehörigen Festumzug, der findet ein komplettes Video auf www.madeindinklage.de. Dazu gibt es auch eine eigene Facebook-Seite und einen eigenen YouTube-Kanal. Der Landkreis feierte vor kurzem den 19. Oktober 1945 als Geburtsstunde der Demokratie. Viele geladene Gäste waren vor Ort und auch ich, denn ich wollte mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen, Guido Knopp einmal persönlich zu treffen. Rund 170 Gäste folgten der Einladung. Guido Knopp, bekannter Historiker aus dem Fernsehen, hielt die Festrede. Den gebürtigen Hessen führte es im Rahmen der 70-Jahr-Feier das erste Mal nach Vechta. Ich habe mich natürlich, bevor ich hierher kam, beschäftigt mit Vechta. Und das, was heute gefeiert wurde, hat meine große Hochachtung gefunden, eben die erste demokratische Selbstverwaltung in der Nachkriegszeit. Und dass die Briten das ausgerechnet in Vechta gemacht haben, es war ja ein Experiment so kurz nach dem Krieg, das ist ja auch eine Anerkennung für die Struktur dieses Kreises, denn hier in der Gegend waren die Nazis nie besonders stark in der Nazizeit. Dafür war das Oldenburger Münsterland zu katholisch geprägt und deswegen ist es auch eine Ehre, dass es hier stattgefunden hat und dass das 70 Jahre lang so gut gegangen ist, cum grano salis, unterm Strich so einen tollen Aufschwung genommen hat, darauf können alle hier sehr stolz sein. Im Anschluss gab es noch eine Podiumsdiskussion, moderiert von OV-Reporter Giorgio Zimurtas. Das war's an dieser Stelle. Wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, nächsten Freitag wieder ab 18 Uhr.
Und wem die Zeit bis dahin zu lange dauert, der kann sich gerne noch einmal bei unserem YouTube-Kanal umschauen oder weiterhin unsere Beiträge auf Facebook verfolgen.